Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Heute wollen wir uns mal dem Phönix widmen. Dieser Folge. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Dann sollten wir mal schnellstens dann sollte ich ihn fahren. Lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Ja, dann werden wir das wohl mal tun. Standard. Die Höhle. Ach, die ist hier ganz unten. Uiuiui. Ja. Also ich war auf jeden Fall schon mal hier. Dann reisen wir mal schnell hier hin. Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ah, oh, da haben wir noch ein paar Schmetterlinge. Drin. Folgen wir mal eben schnell den Schmetterlingen zu unserem Schatz. Einmal hier in der Nähe sind. Ist er doch. Einen Wandumhang haben wir bekommen. Moment. Nochmal eben die Dinge ausrüsten hier, unsere Kampfsachen. Ich hab genug von Feldcroft. Ich hoffe, ich muss es nie wieder. Rivelio. Caramba.
geblieben. Wieder mal auf die Feuertür. Ah, die Berghöhle. Eine Blockade. Rookwoods Wilder ist schon hier. Revelio. Ui. Geht's aber tief runter. Da gehen wir noch nicht runter, ne? Revelio. Der Phönix da drin sein? Confrito! Revelio! Confrito! Revelio! Tief runter, da geht es auch tief runter. Also, probieren wir lieber nicht aus. Folgen wir dem Weg hier. Ich liebe solche Höhlen. Hier von der Seite kommen wir nicht da dran. Aber wenn die Luft kühler ist, dauert es immer länger. Confrinko! Ich hab's gehört. Revelio. Liegt ja noch so einiges vor mir. Hm?
und bring um! Revelio. Ja, da gibt es ja nicht mehr viel Möglichkeiten, ne? Revelio. Revelio. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Komme ich von da drüben rüber? Kann ich aber auch überspringen. Hier sterben wird, ist so eine andere Sache. Revelio. Da geht es nachher weiter. Da werden wir rüber müssen. Ging aber einfach. Der Phönix. Oh, wie schön. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Ja. Revelio. Revelio. Hallo, Homura. Ja, dann schauen wir mal wieder. Okay.
Revelio. Sie ist so gut gemacht, Daddy. Das sieht so klasse aus. Hammermäßig. Ach. Da ist er wieder. Ja. Revelio. Da siehst du aber mehr wie ich. Da drüben hin. Von der anderen Seite. Revelio. Das ist noch ein bisschen... nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Komm, Franco! Ist der hochgesprungen oder wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von da oben runter. Okay. Sicher gelohnt. Revelio. Ist auch nicht so, ne? Oder? Hey, ein Körper. In den Steinen drin, ja, auch nicht schlecht. Ja. Revelio. Wieder springe ich besser mal nicht runter. Wie wäre auf Spiders? Ne, ist klar. Revelio. Mehr du. Jetzt auch ziemlich tief runter, ne? Ich glaube, da ist nichts. Revelio. Das
Extreme Danger, ja. Nee, da fahren wir besser mal nicht runter. Revelio. Perfekt, ein bewegliches Ziel. Confringo! Das war schmerzhaft. Das war für Wolkenschwinge. Revelio. Eine Knuddelmuff-Statue. Revelio. Okay. Oh, wir nähern uns den Gipfel. Da ist er da. Dann würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall die Tasche, ne? Bringen wir dich zum Raum zurück. Dick wird sich freuen. Revelio. Yes. Hallo. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Wir haben einen Phönix. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Es sieht aus wie die Grafikfehler, als ob ihr ein Graffiti-Meister gewesen wäre. Auch nicht schlecht. Ja. Schon klar. Arresto Moment. Akio. Impulso. Arresto Moment. So, dann
Mal auf, zurück nach Diek. Fanden Sie den Phönix? Ja, Diek. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Diek kann es kaum erwarten. Meine Güte. Oh, wie geil. Das vierte Tiergehege. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Diek Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Diek. Vielen Dank. Diek ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Diek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Diek sich so friedlich, wie seit Jahren nicht mehr. Diek wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Jo, supi. Da ist er. Jo, einmal schauen. Nein. Oh, drei Federn, juhu. Oh, sieht das cool aus. So, da wollen wir noch gleich noch was bauen, ne? Ist eine Futterstation. Auf alle Fälle mal. Der noch so schön ist. Schon eine ganze schöne Sachen hier. Eine ganze Menge zu basteln. Jo, mein Kleiner. Kann man dich auch brüten lassen?
Ich kann den nicht. Wäre jetzt so schön gewesen. Na, okay. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die schöne Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.